Good morning from Florida and welcome to day 3. Heute auf dem Plan Volcano Bay Wasserpark, direkt neben unserem Hotel. Hinter uns könnt ihr noch das Hotel sehen. Vor uns ist der Eintritt für die Hotelgäste und da gehen wir jetzt hin und machen uns einen schönen Tag und nehmen euch mit. Freuen uns. Bis dahin. Klingt ja erstmal alles sehr chillig. Ein bisschen wie Hawaii. Ja. Entrance to Volcano Bay. Voll toll. Wir sind das erste Mal heute hier. Wir waren noch nie da. Wir haben den aber jetzt schon dreimal vor der Nase gehabt. Wir wollten unbedingt hierher und heute ist endlich soweit. Jetzt gehen wir ein bisschen chillen, schwimmen und rutschen. Ja. Gucken wir jetzt mal, was uns hier für einen Ausblick geboten wird. Könnte großartig werden. Ja. Wenn man nach rechts schwenkt, dann kann man unser Hotel sehen. Also es ist wirklich direkt nebendran. Ja. Jetzt schauen wir erstmal. Oh Gott. Ich kann gar nicht reden. Sollten wir uns erstmal ein Fach suchen, ne? Ja, wir gehen jetzt mal zu den Lockers und schließen. Suchen uns ein Fach. Schließen unsere Sachen ein. Und dann sind wir gleich wieder da. Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss. Cause I'll go where you go. I'll take you to a place we can see it all. Step off the edge, I can break your fall. Your will is my law, I'ma let you be the boss. Cause I'll go where you go. When you fall down, I'll get you back up again. The things you try are things that you won't regret. We are kings of the world. We are kings of the world. And anywhere is homebound. We are kings of the world. And tonight is our day, girl. We are kings of the world. And anywhere is homebound. We are kings of the world. Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break.
about us. I know you got me, it's so effortless. Back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry, everything's the same. We'll try tonight, but this time we're not safe and sound. Not safe and sound. Erklären, was du hast? Ich habe einen Mango Pulled Pork Burger mit Pommes. Was hast du? Ich habe ein Kuhula Chicken Sandwich mit Avocado Mayonnaise und Mango. Klingt sehr gut. Dann sage ich guten Appetit. Hunger. Gut? Cool. So, Thomas, erster Biss. Bitteschön. Und? Gut? Gut. Mega gut. Ich bin sprachlos. Okay, dann weitermachen. Bin ich traurig. Der Burger ist weg. Schmeckt deiner? Folgendes kann man nicht sprechen. Hallo. Hat gut geschmeckt. Hat gut geschmeckt. Wollte mal kurz dazu noch was sagen. Normalerweise im Freizeitpark ist das Essen ja eher so semi-gut, ziemlich überteuert und nicht so lecker. Hier war das Essen großartig. Unfassbar lecker. Und wir haben bezahlt für zwei Burger mit Fritten und eine Cola Light, eine große, die man refillen kann übrigens. Man kann hier alles refillen, immer wieder auffüllen, total super. $31 sind umgerechnet, 26, ja, so um den Dreh, 26, 27 Euro. Für uns beide super gut auf jeden Fall. Die Pommes waren auch. Pommes, ja, die Pommes waren mega. Jetzt haben wir ein bisschen verdaut, ein bisschen ausgeruht und jetzt geht's weiter hier. Du gehst jetzt rutschen? Ich geh jetzt noch ein paar Rutschen machen. Ich wollte noch kurz was sagen zu dem Park an sich. Muss mal switchen. Und zwar, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier diese Sprühdinger. Die gibt's hier überall im Park. Und zwar... Oh, hier, Schatten. Hallo. Und zwar... halten die den Boden hier nass, sodass man sich halt eben die Füße nicht verbrennt, wenn man hier die ganze Zeit barfuß rumläuft. Und ja, der Boden wäre sonst viel zu heiß. Wir haben super Wetter, es ist knallewarm und deswegen wird hier die ganze Zeit dieses Wasser über den Weg geschossen, dass man halt eben keine heißen Füße bekommt oder sich verbrennt. Also was das angeht, ist das hier immer so abgefahren. Die denken hier mit, die machen hier so viel für die Leute. Das ist wirklich total großartig. So, jetzt gehen wir weiter. Bis später. So, das Besondere an den Tapu-Tapus ist, dass es hier bei den Bahnen keine richtigen Wartezeiten gibt, weil man mit dem Tapu-Tapu sich hier eine Wartezeit buchen kann. Das heißt, der vibriert dann einfach und sagt dir, wann du bereit bist zu rutschen. Somit musst du nicht warten. Ja, see you in 20 minutes. Also die Tapu-Tapus sind top. Man kann damit bezahlen oder mit dem Tapu-Tapu Leute nass spritzen. Oder Fontänen anmachen. Hallo. Da sind wir wieder. Park beendet. Resümee. Ich bin fertig. Ja, aber großartig. Ja. Unfassbar schöner Park. Ich bin nicht so der Wasserpark-Fan. Also ich rutsche halt nicht so viel, aber es hat... Dafür habe ich gerutscht. Ja, dafür ist Thomas gerutscht. Aber auch mir hat das super gut gefallen. Ich würde es jederzeit wieder machen. Man kann sich toll aufhalten. Es läuft überall Musik, die man hört. Oh, war das jetzt Werbung? Nee. Es läuft überall Musik und man fühlt sich so ein bisschen wie auf Hawaii. Und gutes Essen, tolle Rutschen. Die Lazy River und der Fearless River waren der absolute Oberkracher. Ja. Mit Westen oder ohne Westen, mit Ringen oder ohne Ringen, total abgefahren. Einfach nur super. Also wir können ein 10-Stunden-Video drehen, aber wir müssen mal gucken, dass wir es ein bisschen reduziert bekommen mit den Highlights. Ja, also wir haben ganz viel gefilmt für euch und ich glaube, das wird ein tolles Video werden. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir raus. Wir sind raus, wir gehen nachher noch was essen, da holen wir euch auch noch mit. Melden uns später nochmal bei euch. Bis dann. Ciao. Hallo nochmal. Hi. Wir haben ja gesagt, wir melden uns nochmal. Wir haben mittlerweile Abend, 7 Uhr glaube ich. Hinter uns ist der Dennis. Von Thomas weiß ich nicht.
Was? Was der jetzt isst. Achso, das weiß ich auch noch nicht. Guck ich persönlich werde jetzt frühstücken. Es gibt hier ein All American Slam. Das ist mein absolutes Lieblingsessen hier. Und das kann man hier auch abends. Und das machen wir jetzt. Dann nehmen wir euch mit. Angekommen. Einen kurzen Einblick verschaffen. Das ist halt absolut typisch und ich mag das so, so gerne. Ich brauche zwar keine Karte, ich zeig's euch aber mal kurz. Gucken, ob ich das jetzt hier auf die Kette kriege. All American Slam für mich. Und du so? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Steak? Ein Steak? Wir gucken mal. T-Bone Steak. T-Bone Steak. Gerade schauen. Also es gibt hier total leckere Pancakes, kann man aber nicht nach einem Essen machen. Habe ich einmal gemacht, da kommen glaube ich 4 Stück oder so, es ist unfassbar viel. Aber es sieht alles so gut aus und es schmeckt alles so lecker. Hier unten sind die verschiedenen Soßen. Ah, ist total abgefahren einfach. Oh, ich habe eine Seite überschlagen. Und hier sind Burger. Ja, und wir schauen jetzt mal und dann melden wir uns gleich nochmal. And I got your white toast coming, okay? Okay. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Everything look okay? Perfect. Perfect. All right, y'all enjoy. Thank you. Hi, how are you? Da ist es. Sieht aus, ist aber unfassbar lecker. Es ist Rührei mit Cheddar, Bacon, Sausage und Scrambled Shredded Potatoes. Ja. Ja. Also es schmeckt wie, ja, wie Reibekuchen. Und ja, Thomas kleines Steak. T-Bone Steak mit Kartoffelpüree und keine Ahnung was das ist. Irgendwas Scharfes. Scharfes mit Jalapeno und Parmesankäse. Okay, hau rein. Ich krieg noch einen Toast, aber ich muss auch schon anfangen. Guten Hunger! Okay, mein Toast ist da und der ist absolut filmenswert. Leute, oh mein Gott, in Butter getränkt. Ich flippe aus, aber es ist so lecker. Okay, keine Zeit mehr, ich muss essen. Tschüss. Hallo, wir sind zurück im Hotel, im Parkhaus, Cabana Bay. Neben uns in dem Aventura Hotel wird gerade die Hütte abgerissen. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber hier brüllt ein Dinosaurier. Okay, so, wir haben gut gegessen, die Bäuche sind voll, wir sind jetzt, wie gesagt, zurück im Hotel. Wir gehen jetzt auch gleich in die Haia, weil morgen gibt es für uns, ja, wie soll ich sagen, den absoluten Ausnahmezustand. Morgen ist Disney angesagt, morgen kommt das fürs Herz, gestern war das für den Rest. Ja, 4 Parks, ein Tag. Ich bin gespannt. Wir haben gestern 20 Kilometer zurückgelegt. Mal schauen, wie viel wir morgen auf der Uhr haben. Deswegen, wir sind raus für heute. Gute Nacht und bis morgen. Ciao.